Runde kurz geschnackt und diesmal habe ich neben mir ja eine journalistische Größe, Klaus Kleber. Ganz alleine kennt man sie gar nicht, ne? Gundula ist daneben, passt nicht mehr ins Bild. Ja. Ja. Wir haben vorhin über Zeitung gesprochen, wir sprechen über Medien. Sie sind nun Ankermann. Wie stelle ich mir Ihren Tag vor? Warum sind Sie jetzt eigentlich im Studio? Wir haben 22.09 Uhr. Sie müssen noch in einer Sendung sein. Bei Marietta heute Abend die Sendung macht. Die Leute haben ein Upgrade erlebt. Also ja. Ich bin heute Abend nicht da, sondern Sie kriegen Marietta. Oder ja, genau. Die treibt schon dem Wetterbericht entgegen jetzt gerade. Wenn ich jetzt so einen Experten neben mir habe, gerade wenn es USA geht, Nachrichten, schafft Donald Trump eigentlich eine zweite Amtszeit? Schafft er überhaupt die erste Amtszeit? Ich wollte gerade sagen, über die zweite reden wir gar nicht. Die Frage ist ja, ob er die erste übersteht. Und ich glaube, dass seine Chancen besser sind, als die meisten Leute glauben. Im Grunde wartet ja jeder so ein bisschen darauf, und nicht jeder. Auch Trump hat in Deutschland manche und gar nicht so wenige Freunde. Aber die meisten Deutschen, würde ich sagen, es gibt Meinungsumfragen um die 80%, hoffen, dass er möglichst bald geht. Aber das amerikanische System für die Wahlen, die in der Mitte der Amtszeit sind, wo nicht der Präsident gewählt wird, sondern der Kongress, also alle Abgeordneten des Unterhauses und ein Drittel der Senatoren im Oberhaus, die sind 2018 im November. Und die Vorwahlen dafür sind so, dass eigentlich immer die radikalen Unterstützer, die richtig rechten Konservativen, die gewinnen diese Wahl. Und deswegen sind die anderen ganz mucksch und warten jetzt erstmal ab, wie das so läuft. Und wenn jemand rauskommen will und sagen, der Trump will weg, muss weg, also jemand von seinen eigenen Leuten, dann wird er nicht riskieren, das vor dem Sommer nächsten Jahres zu machen. Also bis dahin ist er safe. Sie sind jetzt, sitzen in Mainz. Vermissen Sie manchmal die Nähe zu den Staaten? Wären Sie doch lieber in Washington? Ich will Ihnen jetzt nicht Ihren Anchorman-Job malig machen, aber diese Nähe, also, so nah dran zu sein, oder sagen Sie, naja, jetzt habe ich das große Ganze im... Also beides hat wirklich unheimlich schöne Seiten. Also aus dem Tag für den Tag was zu machen ist toll, weil wenn ich abends nach Hause komme und meine Tochter mich fragt, was hast du heute gemacht, dann kann ich was vorzeigen. Wie fängt Ihr Tag an? 21.45 Uhr, das heißt, Sie kommen so um 21 Uhr ins Studio? Ja, lesen das wäre doch toll. Irgendjemand hat mir irgendwas aufgeschrieben? Oder ja. Nein, es beginnt für mich tatsächlich um 10 Uhr morgens mit der ersten Sitzung, wo alle anderen schon da sind und ich erlaube mir noch zu Hause zu sein. Okay. Und mache das so wie bei Charlie's Angels. Ich komme aus so einer Quarkbox. Aha. Und sage auch was dazu. Und dann so allmählich über den Tag formt sich die Sendung. Und man telefoniert wahnsinnig viel, e-mailt wahnsinnig viel auch untereinander und sagt, also ich finde die Griechenland-Sache jetzt ganz super gut und die sollten wir machen. Jemand anders sagt, nein, Katalonien ist wieder wichtiger. Und die Sendung formt sich im Team so über den Tag. Also es gibt nirgendwo einen Chef, der dann sagt, so machen wir es, ne? Obwohl es einen Chef gibt. Aber der sagt sowas nicht. Ich als Redakteur muss meine Nachrichten selber schreiben. Schreiben Sie Ihre Nachrichten auch selber? Jedes Wort, das über den Sender geht, wo ich mit dem Gesicht draufstehe oder davor sitze, ist von mir. Gundula Gause auch? Schreibt ja auch. Gundula Gause auch. Die hat manchmal, die muss ja wahnsinnig viele Themen machen. Ne? Ich mache 4 oder 5 Themen. Sie macht an manchen Tagen 15. Und da hat sie jemand, mit dem sie sich koordiniert. Aber das letzte Wort zu ihren Texten hat auch sie. Wie viele Präsidenten haben Sie schon interviewt eigentlich? 5. Trump ist nicht dabei. Möchten Sie gerne? Ja, ist klar. Laufende Anfragen permanent eigentlich? Ja, es gibt ja. Also die wissen immer. Also mein Obama-Interview ging von Washington aus. Da bekam ich war über ein langes Wochenende in Urlaub und da kam eine Mail. Hi Klaus, would you be interested in interviewing President Obama? Und ich habe dann zurückgeschrieben. Auf die Mail warte ich auch noch. Wenn Sie das Parkticket abstempeln, dann machen wir das. Und habe ich wirklich zurückgeschrieben. Es war ein Gag natürlich und ich habe dann das Interview gemacht. Also der hatte damals was zu sagen. Den amerikanischen Präsidenten interviewt man nur dann, wenn der Lust hat, mit einem zu reden. Und dann fragen die gar nicht so dringend, ob man angefragt hat oder nicht, sondern der weiß genau, wenn er sagt, jetzt kannst du mich interviewen, dann fliegt der Kleber über den Atlantik. Und das hat sich auch total gelohnt. Ja. Sie arbeiten eine Woche, haben dann eine Woche frei. Das ist jetzt aber nicht so, dass Sie eine Woche die Beine hochlegen. Wir können ja darüber sprechen, Sie schreiben dann auch Bücher zuweilen. Und sogar ein sehr aktuelles, was auch unsere Zunft natürlich betrifft. Ich habe ein Buch geschrieben, das hat diesen komischen, übertriebenen Titel Rettet die Wahrheit, indem ich mal wirklich unverblümt erzähle, wie es hinter der Kulisse zugeht. Wie so eine Sendung entsteht, wer Einfluss nimmt, wer versucht Einfluss zu nehmen, was es für Ärger gibt,
was es auch für einen Enthusiasmus gibt. Komm, ihr seid doch Staatsfernsehen. Frau Merkel ruft doch jeden Morgen bei Klaus Kleber an und sagt ihm, was er zu sagen hat, oder? Also das wäre zwar großer Mist, aber es wäre ein einfaches Leben. Ja. Aber wir haben weder einen großen Mist noch das einfache Leben. Bei uns hat noch nie jemand angerufen von der Regierung oder Steffen Seibert oder so, hey, mach doch heute Abend mal was Cooles über die Türkei, wir haben den Erdogan so geärgert, jetzt müssen wir mal gucken, dass der sich beruhigt oder so. Ist nicht Steffen denkbar. Seibert, Sie waren doch Kumpel, das ist mal Kollege, da quatscht doch mal, Mensch, Steffen, also steckt mir doch mal eine Nachricht. Kumpel durch. Ist man nicht mit Steffen, okay. So vom Typ her nicht, aber wir waren befreundete Kollegen und wir sind jetzt wirklich auf gesunder Distanz. Also er ist auf die andere Seite gegangen. Was nichts Ehrenrühriges ist, aber das ist so ein bisschen, als ob der Elfmeterschütze mit dem Torwart ein bisschen quatschen würde darüber, wie man den Ball schießt. Ja. Das machen wir halt einfach nicht. Wir verstehen uns bestimmt gut, das ist ein toller Typ. Glauben Ihnen das die Zuschauer, dass man mit dem dann nicht mehr, müssen Sie da viel Aufklärungsarbeit leisten, immer wieder betonen, Leute, also sind kein Staatsfernsehen. Ich muss jetzt ein ganzes Buch schreiben, es ist zwar ein sehr dünnes, sehr billiges Buch, aber es ist immerhin Rettet die Wahrheit heißt es? Rettet die Wahrheit. Haben die Öffentlich-Rechtlichen, ich nehme jetzt unsere Zeitung auch mal mit rein, oder überhaupt auch Zeitung. Was? Ihr seid nicht Öffentlich-Rechtliche? Nein, Quatsch. Bei Medien bin ich jetzt. So. Also öffentlich-rechtliche Medien und die Medien, die ihr Geld noch richtig verdienen müssen. haben die damals Köln, das ist so der Klassiker, wo Sie auch mal gesagt haben, das ist auch für mich Auslöser gewesen, als wir in der Silvesternacht gezögert haben, nicht so schnell geantwortet also haben? Also Silvesternacht war das gar kein Thema. Das konnten wir ja nicht wissen, unsere Sendung war vorher. Ja. Und am 1. Januar hatten wir eine Rumpfbesatzung in Nordrhein-Westfalen für Notfälle und die hat sich von der Polizei belügen lassen. Die Polizei hat gesagt, da war nichts. Und das hat die Polizei auch am 2. Januar noch gesagt. Und spätestens da haben wir unser Gesicht verloren. Und manche Leute glauben bis heute, dass irgendjemand gesagt hat, berichtet da mal nicht drüber, das halten wir unter der Decke oder so. Ja. Das ist Wahnsinn. Wir haben uns tot geärgert, dass uns diese Story rausgegangen ist. Es gab harte Diskussionen intern, das war überhaupt nicht lustig. Aber die Idee, dass jemand bei uns diese Sache verschweigen würde, das ist sowas von bizarr. Nein, es war ein Scheißtag, als wir merkten, wir haben eine große, wichtige Nachricht verpasst. Googeln Sie mal Ihren Namen eigentlich so? Es gibt so einen Google Alert. Ja. Haben Sie auf Ihren Namen eingestellt? Habe ich auf meinen Namen eingestellt, weil es ja immer blöd ist, wenn dich jemand anruft und sagt, ey, überall steht was über dich und man selber weiß es nicht. Und der ist an manchen Tagen, seltenen Tagen, Quell der Freude und an den meisten Tagen kommt irgendein Schrott. Sind Sie kritikfähig oder schon? Also, ich habe viele Laster und Fehler, mache viel Quatsch. Aber eines, glaube ich, habe ich. Ich komme sehr gut mit Kritik zurecht. Also ich bin nicht beleidigt. Und ich habe inzwischen auch, also zum Beispiel die Researcher, die wir haben, das sind meist junge Kollegen, die das Material prüfen, die für mich die Dossiers über ein Thema zusammenstellen, hinterher gucken, hat er alles richtig geschrieben. Und die wissen ganz genau, ich möchte von denen auch hören, wenn sie sagen, ist alles richtig, was da drin steht, aber irgendwie scheiß langweilig. Oder so. Ich möchte, dass die mir das sagen. Ja. Und es sind ja die ersten Zuschauer. Sind Sie Chef des Heute-Journals? Also nein. Okay. War ich mal, lange Zeit. Jetzt bin ich nur noch der Moderator der Sendung am Abend und kann mich da völlig drauf konzentrieren. Ist das ein Job auf Lebenszeit? Also bis man ihn dann in die Rente geht? Ja, genau. Müssen Sie wieder Jahr verhandeln? Oder? Ja, kann ja sein, dass man das so möglichst während der Sendung. Was hat man als Anchorman? Jahresverträge? Fünfjahresverträge? Darf man das sagen? Fall, ja, 5 Jahre ist die, okay. Ist die Regel. Ja, und Ihnen macht aber Spaß. Sie wollen jetzt nicht nach Washington weg und... Nee, ich will nicht weg. Das ist ein super Job. Und ich kann ja immer noch nach Washington, weil ich ja jede zweite Woche irgendwie, ich meine so auf Mallorca in der Sonne liegen, jede zweite Woche oder so, was wir so machen, wird ja auch langweilig. Nee, also die Wochen sind auch voll. Ich komme jetzt aus der Zeitung, Sie sind Zeitungsfan, auch wenn Sie keine Regionalzeitung im Abo haben, das hatten Sie mir im Vorfeld, aber ohne Zeitung geht es bei Ihnen hieß, nicht. Wie hieß die Sendung hier? 3 Minuten kurz geschnackt. Oh, wir sind bei 9 Minuten 17. Ja, wenn ich schon mal Klaus Kleber daneben habe, dann bringen wir das auch in 9 Minuten 17 oder sowas. Was ist für Sie ein Aufsager, darf wie lang sein? Ein Aufsager? Ja. Stundenlang, solange er die Leute festhält. Also eine Moderation ist bei uns so standardmäßig kalkuliert mit 50 Sekunden. Aber wenn sie länger ist, ist sie halt länger. Dann machen Sie jetzt noch einmal Werbung fürs Oldenburger Land. Nordwesten, schöne Gegend, oder? An einem Tag wie heute, der Traum.
Kurz geschnackt, 9 Minuten, also sind wir bei 10 Minuten. Klaus Kleber, endlich konnte ich mal nehmen. Ich quasi heute als die kleine Gundula Gause, die sitzt aber sonst normalerweise neben Ihnen. Sie sind auch immer zusammen da. Gab es schon mal einen Tag ohne Gundula Gause für Sie? Oh ja, Frage? Ja. Wir haben gemerkt, dass das ganz gut ist. Wenn man das ab und zu bricht, dann merken die Leute, wie schön die Regel ist. Oh, wie schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Klaus Kleber.